Krabbis, Stasi und kaum Obst im Supermarkt. Diese Dinge fallen einem vermutlich als erstes ein, wenn man an die DDR und das ungewöhnliche Leben dort denkt. Tatsächlich gab es in der DDR aber auch Dinge, die noch viel bizarrer, kurioser und verstörender waren und von denen ihr vermutlich noch nie etwas gehört habt. Im heutigen Video wollen wir euch daher 8 völlig kuriose Dinge aus der DDR vorstellen. Es erwartet euch ein völlig unerwartetes Fahrzeug, ein schockierendes Gesetz und heftige Freizügigkeit. Also legen wir direkt los. Wir starten mit einer Sache, die man so gar nicht in der DDR erwartet hätte. Denn auch wenn es völlig kurios klingt, betrieb die DDR rund 30 Jahre lang wirklich eine eigene Airline mit dem Namen Interflug. Interflug bot Flüge zwischen der DDR und anderen Staaten der Sowjetunion an, wie Russland oder der Ukraine. Doch das Kuriose war, die Airline hatte tatsächlich auch noch viele andere Reiseziele außerhalb der Sowjetunion. Man konnte mit Interflug nach Havanna, Dubai oder sogar Bangkok fliegen. Auch Istanbul oder Amsterdam wurden als Ziele angeboten. Zumindest wenn man kein DDR-Bürger war. Denn dieser Fakt macht die Airline völlig bizarr. DDR-Bürger durften mit ihrer eigenen Airline nämlich kaum fliegen, außer sie wollten in andere Sowjetstaaten reisen. Aber warum gab es die Airline dann überhaupt, wenn das eigene Volk sie gar nicht nutzen konnte? Tatsächlich gehörte Interflug dem Staat und der Staat benötigte Geld, insbesondere D-Mark, die es nur im Westen gab. D-Mark war nämlich deutlich wertstabiler als die ostdeutsche Währung Ostmark. Und so wurden schließlich Westdeutschen sehr günstig Flüge ins Ausland angeboten, damit viele ihre D-Mark so in Ostmark tauschen konnten. Es wurden sogar extra Shuttlebusse angeboten, die westdeutsche Touristen an der Mauer abholten und dann durch Ostberlin zum Flughafen fuhren. Alles nur, um mehr wertvolle D-Mark zu bekommen. Der kuriose Plan ging übrigens heftig schief, da die Airline überhaupt nicht profitabel war und letztendlich mit der DDR zusammen unterging. Als nächstes kommen wir zu einer Kuriosität, die Arno Dübel wohl im Grab rotieren lassen würde. Warum? Frage ich mich. Warum soll ich arbeiten gehen? Denn tatsächlich konnte man in der DDR kein Hartz IV oder Bürgergeld beziehen, sondern jeder Bürger musste dort arbeiten. Die Betonung liegt hier auf musste, denn wer keinem Job nachging, hatte damals nicht etwa mit Leistungskürzungen oder anderem zu rechnen, sondern mit heftigen Strafen. In der DDR gab es im Strafgesetzbuch nämlich den sogenannten asozialen Paragraf. Auf dieser Grundlage wurde die, Zitat, Gefährdung der öffentlichen Ordnung durch asoziales Verhalten bestraft. Ganz konkret sollten Menschen abgestraft werden, die als arbeitsscheu galten und aktiv versuchten, nicht arbeiten gehen zu müssen. Die Strafe hierfür war 2 Jahre Gefängnis und wer sich mehrfach weigerte zu arbeiten, konnte auch bis zu 5 Jahre hinter Gitter wandern. Noch heftiger ist jedoch, dass man statt zu einer Gefängnisstrafe auch zur sogenannten Arbeitserziehung verurteilt werden konnte. Im Klartext Zwangsarbeit unter Aufsicht in einem Arbeitslager. Diese Regel gibt es in ähnlicher Form heute übrigens immer noch, und zwar in Nordkorea, dem einzigen Land mit einer Arbeitslosenquote von 0%. Kommen wir nun zu den Fahrzeugen der DDR und einer echten Überraschung. Wir alle kennen den Trabi. Doch tatsächlich war das Auto nicht das einzige Fahrzeug, das es in der DDR gab. Denn mit dem Melkus RS1000 existierte tatsächlich auch ein echter Sportwagen. Ganz anders als die Trabis handelte es sich bei diesem Automodell um ein schickes Rennfahrzeug mit einer Leistung, die sich hinter westlichen Konkurrenten nicht verstecken musste. Daher wurde der Melkus RS1000 auch als Ferrari des Ostens bezeichnet. Die Geschichte hinter dem Flitzer ist wirklich bizarr.
denn weil es in der DDR keine Sportwagenteile gab, musste sein Erfinder Heinz Melkus bei der Konstruktion des Sportwagens sehr kreativ werden. Unter anderem stammte die Heckscheibe aus einer Straßenbahn, die Halter für die Fronthaube waren Ketten von Badewannenstöpseln und an die Felgen kam der Erfinder durch Beziehungen aus einer Flugzeugfabrik. Trotz der abenteuerlichen Konstruktion sah das fertige Rennauto sehr gut aus und konnte bis zu 170 km/h schnell fahren. Insgesamt wurden 100 Exemplare dieses Sportwagens gebaut und er kostete 27.000 Ostmark. Ein Betrag, für den ein gewöhnlicher Arbeiter mit 800 Ostmark Monatsgehalt viele Jahre lang arbeiten und sparen müsste. Es war aber nicht nur der Preis, der es schwer machte, ihn zu kaufen. Tatsächlich durfte den Melkus RS1000 auch nicht jeder kaufen. Man brauchte nämlich eine spezielle Rennlizenz, die fast niemand besaß. Machen wir weiter mit einer völlig bizarren Sache, die fast komplett vergessen wurde. Denn die Deutsche Demokratische Republik besaß nämlich mal eine wunderschöne tropische Insel mitten in der Karibik. Während die Bürger in der DDR nicht einmal nach Westdeutschland reisen durften, machten hochrangige Politiker wie Erich Honecker am weißen Sandstrand Urlaub. Die DDR erhielt die 20 Kilometer lange Tropeninsel mit dem Namen Isla Ernesto Thälmann im Jahr 1972 vom kommunistischen Kuba als Geschenk. Im Laufe der Jahre geriet sie dann in Vergessenheit, bis 2001 das Gerücht aufkam, dass sie nun der Bundesrepublik Deutschland als quasi 17. Bundesland gehört. Schließlich gingen alle Besitztümer der DDR bei der Wiedervereinigung an die BRD über. Tatsächlich gehört die Tropeninsel aber immer noch Kuba, weil die Schenkung in den 70er Jahren an die DDR angeblich nur symbolisch gemeint war. Weiter geht's mit einer Sache, die nicht nur überraschend, sondern auch sehr beeindruckend ist. Die DDR galt lange als deutlich rückständiger als der Westen. Doch tatsächlich gab es auch in Ostdeutschland ziemlich fortschrittliche Dinge. Unter anderem existierte sogar eine Art deutsches Microsoft in der DDR. Und zwar die Firma Robotron. Der Technikkonzern stellte hochmoderne Computer her und hatte unglaubliche 70.000 Mitarbeiter. Das ist fast halb so viel wie Apple, die größte Firma der Welt heutzutage hat. Gegen Ende der DDR hatte die Firma einen Jahresumsatz von über 13 Milliarden Mark. Doch der Erfolg war kein Zufall, denn die Computer von Robotron waren sehr leistungsstark. Auf einem 1986 hergestellten Robotron-Modell hätte man beispielsweise locker eine Windows-Version installieren können, die erst viele Jahre später entwickelt wurde. Was das Ganze noch bemerkenswerter macht, ist die Tatsache, dass Robotron die Technik vollständig selbst entwickelt hatte. Partnerschaften und Zusammenarbeit mit westlichen Firmen waren nämlich streng untersagt. Kommen wir nun zu einer beliebten Figur aus dem Fernsehen, die ihr sicher alle kennt, aber nicht so. Wohl jeder von uns ist als Kind mit einer Folge des Sandmännchens ins Bett gegangen. Das Sandmännchen ist nicht nur Kult, es stammt sogar offiziell aus Ostdeutschland und war eines der beliebtesten Exportprodukte der DDR. Doch auch wenn das Sandmännchen zwar offiziell aus dem Osten stammt, so unterscheiden sich manche Folgen für West- und Ostdeutschland enorm. Während es im Westen immer eine absolut harmlose Kinderserie war, wurde es in Ostdeutschland teilweise als heftiges Propagandamittel missbraucht. So gab es tatsächlich Folgen, in denen das Sandmännchen mit einem sowjetischen Kriegspanzer durch die Gegend fährt oder ein Zeltlager der jungen Pioniere besucht, einer kommunistischen Organisation für Jugendliche. Dass es in der DDR mit der Staatssicherheit oder kurz Stasi eine Geheimpolizei gab, die die Bürger überwachte, dürfte jedem bekannt sein. Deutlich weniger bekannt ist jedoch der Fakt,
gesagt, dass es dort tatsächlich auch Kinderspione gab. Ja, wirklich Kinder, die vom Staat zu Spionen ausgebildet wurden und dann ihre Freunde, Mitschüler und sogar die eigenen Eltern bespitzeln sollten. Und das meist nicht freiwillig, denn die Stasi suchte sich gezielt Kinder aus und brachte sie unter Druck dazu, Mitarbeiterverträge zu unterschreiben. Diese Kinder sollten dann berichten, wie die allgemeine Stimmung auf Schulhöfen und in Freundesgruppen ist gegenüber dem Staat. Zudem hat die Stasi vorher auch über die entsprechenden Kinder und Jugendlichen Informationen ohne Ende gesammelt und wusste quasi alles über sie. Zum Ende der DDR arbeiteten etwa 8000 Minderjährige als Spione. Auch was jetzt folgt, ist völlig bizarr. Tatsächlich gab es in den Schulen der DDR nämlich teilweise Unterrichtsstunden, in denen die Schüler vollkommen unbekleidet sein mussten. Manche Vorschul- und Grundschulklassen mussten komplett unbekleidet Schwimmunterricht machen, mal abgesehen von den Badekappen, die sie auf dem Kopf trugen. Mit dieser kuriosen Unterrichtsform sollte die Krankheitsanfälligkeit gesenkt werden und es fanden auch Nacktwanderung oder Sportunterricht ohne Kleidung statt, bei dem im Winter zur Abhärtung extra noch die Fenster der Sporthalle geöffnet wurden. Kurioserweise sollte die ungewöhnliche Maßnahme auch dabei helfen, die hohe Scheidungsrate zu senken, da man annahm, dass Kinder und Jugendliche so ein besseres Körpergefühl entwickeln würden. Wenn euch dieses Video über 10 bizarre Dinge, die es in der DDR wirklich gab, gefallen hat, seht euch auch unbedingt mal unser Video über die verrücktesten Ideen von bekannten Firmen an. Wir sehen uns dann das nächste Mal hier bei Wissenswert. Macht's gut!